Das war knapp. Also der Leck war unpassend jetzt gerade für mich. Denn ich hab... Ah, runter, 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 schnell. Denn ich wäre beinahe runtergesäbelt, weil ich nichts mehr sehen konnte, wohin ich fliege oder fall oder... Ah, hier kann ich runter. Irgendwo kann ich doch... Ah, da. Ich bin mal gespannt, ob es hier nette Spielzeuge auch gibt. Also Items, womit man richtig rumspielen kann. Ja, noch genug Items, die man kriegen kann. Schmetterlinge. Ich bin mal so frei. Die geben immerhin 5 Rubine. Wie ich da rumfuchtel, ey. So, Insekt gefangen, also Himmelsfalter. Warte mal, ich habe da irgendwo 0 gehabt. Habe ich gerade gesehen. Nein! Das wollte ich nicht. Ach komm, scheiß auf den Schmetterling. Die 5 Rubine, die man vielleicht bekommen kann, wenn man die sammelt. Immerhin weiß man ja nicht, welche Insekten der Typ für uns, welche der haben will von uns. Wow! Käfer! Wenn man die schon so bekommt, dann... Ah, komm her! Kommst du her! Ah, wir brauchen langsam das Upgrade. Für mich sind das... What the hell? Mistkäfer. Aber Skarabäen sind Mistkäfer, oder? Weiß ich jetzt nicht. Also wenn das ein Skarabä war und der wie ein Mistkäfer hier, keine Ahnung, Mist rollt. Aber naja, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Insekten nicht aus. Und, oh. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft im vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Hier ist sie wenigstens mal wichtig und erzählt uns, was da vor uns liegt. Wenn sie uns das sagt, was die anderen schon gesagt haben, wo wir zuhören, finde ich das extrem nervig. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kleidung dort in Flammen aufgeht, beträgt 95%. Ach du Scheiße. Du kannst dieses Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aurasuche, um die Richtung zu finden. Ich weiß die richtige Richtung eh, aber wir setzen es trotzdem ein. Wir müssen... Da lang. Habt ihr gesehen? Da lang. Also, da abbiegen. Dort geht's zu einem anderen Gebiet, da kommen wir wahrscheinlich mit anderen Klamotten hin, weil passt mal auf, wenn ich da durchgehe, was passiert. Ja, ich verliere Energie und das ist nicht gut. Und in dem nächsten Gebiet dort hinten oder so, also wenn ich da in die andere Richtung gegangen wäre, da hätte man nicht weiter gekonnt, weil man Outfit brauchen. Oh, oh, Fee. Bleib mir weg. Du hast deine Fee gefangen. Diese Güte wächst deine Herzen auf. In einer Flasche mitgenommen, spendet sie dir heilende Energie automatisch, wenn deine Kräfte schwinden. Diesen Punkt könnte ich mir auch gut merken. Dort, irgendwo im Mittelpunkt. Wir müssen hier zweimal rutschen. Also einmal die Richtung, einmal die andere. Oh, ich sehe nichts. Nein, das sind 5 Rubine gewesen. Dann hole ich mir die Rubine eben so. Wenn das mein Käfer schafft. Sieht nämlich weit aus. Käfer.
Los, das schaffst du doch, oder? Ah, er schafft's. So. Jeder Rubin ist wichtig. Wie kann der eine so spät? Nein! Da müsste er sein. Und jo. Hast ein Schlüsselfragment erhalten. Fehlen nur noch zwei. Hier gibt's noch Geld. Was gibt's hier noch Schönes? Ach, da hinten gibt's noch Rubine. Gibt's noch Rubine? Na komm, runter. Runter. Schaffst du es auch noch in der Höhle, die einzusammeln? Wow, alle eingesammelt und hast mit dem Käfer. Wow. Das nenne ich mal Skills. Oh nein! Ach, ich rutsche hier eh noch mal runter. Einfach nur just for fun. Aber das mit dem Graben finde ich mal eine coole Idee. Gibt's zwar auch schon in anderen Zeldas mit Schaufel, aber da konnte man ja überall graben und das war nicht so das toll. Da gräbt man einfach alles ab und wer hat darauf Bock? Außerdem brauchte man das ja eh nicht, weil man eh kein Geld drauf bräuchte. Also Mangel an Geld hatte man nie. Hier muss man echt aufpassen. Toll. Mist. Weil wir uns den Arsch verbrannt haben. Ich bin doch so ein Idiot. Da waren die Felsen. Und jetzt kommen wir auch da hinten hin. So war das gedacht. Dahinter ist auch schon das gesuchte Fragment. Und wow! Na, war das nicht perfekt? Und das wird dann wohl unser Fragment sein. Ach, hier gibt's nichts zum Kaputtmachen. So. Fehlt nur noch eins, oder? Jupp. Und wo ist das nochmal? Da irgendwo. Ich hab so eine Vorahnung. Oder? Auf jeden Fall da wieder hoch.
erstmal wieder Gras mit. Kennt ihr ja, ich nehme alles Gras mit. Hier kommt man wahrscheinlich nur mit einer Bombentasche weiter. Oh, was klebt denn da? Das ist neu, das Insekt, oder? Och, wie süß. Ein Magma-Marienkäfer. Fehlen noch ein, zwei, ach, ganz viele Insekten. Na. Ah, Mist. Er hat mein Netz bemerkt. Naja, egal. Aber die geben auf jeden Fall viel Geld, soweit ich weiß. Bestimmt auch irgendwie 20, 30 Rubine. Und zack, sind wir hier. Und ich denke mal, jetzt müssen wir hier... Nee, da waren wir schon. Doch, wir müssen da lang. Stimmt, wir müssen irgendwo... Ah, heiß, heiß, heiß. Ah. Also, ich glaube, ich bin schon falsch. Nämlich auf der anderen Seite muss ich hin. Ah, nicht auf der Seite, wo wir vorhin lang gerutscht sind, sondern ganz woanders. Aber hier ist noch ein Stein, den ich auch haben wollte. Nein! Nein! Oh, nee. Jetzt muss ich doch noch mal hin. Die Steine sind extrem wichtig, zumindest für mich, und besonders um auch 100% zu bekommen, weil da versteckt sich gern mal was Nützliches hinter. Ach nee, das war falsch. Oh. Oh, und wieder da lang. Und ich weiß auch, wo ich her muss. Also zumindest wo ich naja, teilweise weiß ich, wo ich lang muss. Ich hoffe, dass ich weiß, wo ich lang muss. Ah, hier nicht zu lange aufhalten. Auf die andere Seite. Irgendwie... Ist da der... So. Jetzt aber. Die ich wegspringen musste, um dahin zu kommen. Was ist das denn für einer? Ach so, Risiko-Rubinjagd. Ah, das war hier. Oder? Bin ich ja hier auf jeden Fall falsch. Also muss ich da lang. Dann gehen wir da mal hin. Ja, warum renne ich, wenn ich rutschen kann? Oh. Ist doch viel angenehmer. Das erinnert mich so ein bisschen an Mario 64. Die Rutschpartien, die man da immer macht. Und hat. Oh, da gibt's...